Jungs, erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo ihr hier nach Deutschland gekommen seid, wo ihr in der Schule wart, wo eure Eltern kein Geld hatten, wo ihr mit ganz normalen Klamotten rumgelaufen sind und andere Kinder mit Markenklamotten und sich über euch lustig gemacht haben, dass ihr keine Markenklamotten habt? Früher haben wir den Leuten, die angegeben haben auf dem Schulhof, Alter, den haben wir auf die Schnauze gehauen. So, wenn die zum x-ten Mal irgendwie ankamen und dich ausgelacht haben, weil du so eine Hose getragen hast, die deine Mutter mit Liebe wieder zusammengeflickt hat, weißt du? Jo, was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Genghis44TV. Ich wollte heute mal ein kleines Reaction-Video machen. Und zwar zu dem Interview mit Mert. Ich habe ein bisschen reingeschaut, so die ersten 5 bis 10 Minuten. Fand ich ganz interessant und habe mir gedacht, okay, da wird sich eine kleine Reaction auch sicherlich lohnen. Und in diesem Sinne gehen wir da auch mal direkt rein. Rein in die Masse. Ja, das Erste, das... Nee, nein, gar nicht. Aber so das Erste, was ich mache, ist direkt alle Freunde abchecken. Yeah. Und einen Tag später wieder Depression schieben, weil nichts läuft einfach, weil es nicht geht. Was soll ich machen? Wir gehen alle in dieselbe Shisha-Bar. Die anderen gehen in die Spielothek, die anderen kiffen, die anderen zocken. Der eine Student, der ist ausgezogen, ist irgendwo in Paderborn oder in Bielefeld. So. Ja, ab und zu geht man Fußball spielen, ab und zu spielt man so Karten unter sich. Ja, den Punkt fühle ich auf jeden Fall. Irgendwann hat man immer das Problem, dass sich der Freundeskreis so einfach verstreut. Die einen machen dies, die anderen machen das. Ist dann schwer, immer alle Leute unter einen Hut zu bekommen. Aber so ist das, ne? Wege trennen sich. Die Jungs von euch, die noch zur Schule gehen, ihr werdet das merken. Höchstwahrscheinlich werdet ihr mit eurem besten Freund, den ihr in der Schulzeit habt, nach der Schule nichts mehr zu tun haben und so. Ist immer schade, aber es kommen immer, es gehen Leute, es kommen Leute, ne? Nur wenige bleiben. Das ist immer ein Fakt. Ist aber chillig, ist so eine kleine Runde. Durch. Mein Vater hat Essen gemacht, wir gehen wieder zurück, essen bei mir zu Hause und dann gehen wir wieder zocken. Aber wenn das nicht wäre, Digga, was soll ich machen? Was willst du machen zu Hause die ganze Zeit? Du kannst nichts anderes machen, außer Fernseher gucken und diese Corona-Berichte die ganze Zeit. Digga, man wird doch verrückt. Also bitte, Leute, lasst uns das schnell überstehen. Versucht nicht andere zu infizieren, versucht nicht selber infiziert zu werden. Lass mal diesen Virus einfach mal stoppen. Weil wenn wir jetzt nicht handeln, das ist das Ding. Wenn wir jetzt nicht handeln, dauert das alles nur noch länger. Safe, ey, da hat er recht. Die Sache mit Corona, Alter, du kannst nichts machen. Du bist an zu Hause gebunden. Du kannst dich nicht so, keine Ahnung, mit Freunden treffen, Döner-Teller essen gehen und dich danach irgendwie hinschillen oder so. Im Endeffekt... Die Highlights bestehen aus Einkaufen gehen und irgendwie zu Hause rumgammeln, irgendwas auf Netflix durchgucken, Alter. Und vielleicht irgendwie PC, irgendwie was zocken oder so. Aber da muss man auch Bock drauf haben und irgendwann wird das auch langweilig. Ich bin jetzt auch nicht mehr so der Zocker wie früher. Und ist auf jeden Fall scheiße, Alter, da fühle ich ihn. Da hat er recht, wenn sich die Leute ein bisschen strenger dran halten würden mit dem Rausgehen und so, dann hätten wir das ein bisschen schneller auch hinter uns. Wobei, so wie es aussieht, ich habe jetzt gehört, Fitnessstudios werden erst im Juli oder so geöffnet. Also Fernsehshows mit Zuschauern sind, glaube ich, bis September sind die nicht geplant. Also ist schon krass, das wird wohl noch ein bisschen länger dauern. Unnötig. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das überstehen werden, aber das wird sehr lange dauern, wenn wir jetzt gerade noch alle so, der eine leckt mit dem rum, der eine geht da ballern, der eine kuschelt mit ihm. Digga, chillt doch mal, ja? Walla, lass doch mal einfach mal 2 Wochen keine Menschen berühren. Ohne Scheiß, Alter. Ich feier mit, ne? Der hat seine Zunge auf dem Herzen, wie man so schön sagt, Alter. Der redet einfach so schön direkt. Ist ein guter Junge auf jeden Fall, lieber Junge. Lass wenigstens, ich opfer lieber 2 Wochen meines Lebens. Ey, Matt. Ich hab mich verschluckt. Corona incoming. Das ist doch dieses Unangenehme, ne? Ich war letztens bei Rewe, ich muss niesen oder so husten, kurz verschluckt. Ich schäme mich einfach, andere Leute gucken mich so an.
Auf jeden Fall, Alter. Wenn du draußen mal husten musst oder niesen musst, die Leute gucken dich an, als würden sie gleich irgendwie Hackebeil rausholen, Alter, und dich lynchen, ey. Das ist echt krass. Musst du voll aufpassen. Jetzt fängt auch noch die Heuschnupfensaison an. Und ich weiß, Ja, ich hab Heuschnupfen, Todesheuschnupfen. Auf jeden Fall hier, was ich sag. Boah, ich habe auch brutal Heuschnupfen immer, Alter. Junge, 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 ey. Das ist auf jeden Fall nichts Schönes. So eine Zeit lang dachte ich, ey, was geht ab bei Mert? Er ist ja voll der so Kapitalist geworden. Ehrlich, und das hat mir auch so ein bisschen so. Ich hab's auch ein bisschen herausgehört in der Musik. Die Mucke war gut, aber ich hab gemerkt, du hast dich charakterlich ein Stück weit verändert. Ja. Und dann war das der Punkt, wo ich gecheckt habe, ey, der Junge ist wieder so ein bisschen, der geht wieder zu seinen Wurzeln. Ist so. Erzähl mal ein Bruder, bisschen. ich sag dir ganz ehrlich. Und sorry, ich will dich auch nicht angreifen in dem Nein, Video, aber Bruder, es du ist hast mir recht. aufgefallen. Bruder, ich habe mich selber ja kritisiert. So, das war eine Zeit, wo ich diese Rolex hatte, dass so, Bruder, du bist als Rapper, bist du irgendwann in so einem Film drinne. Jeder ist gegen, also jeder. Ich sag mal jetzt, dieser Rapper holt diese Rolex. Du denkst, okay, ich bin auch Rapper, ich muss auch diese Rolex holen. So, ich muss mit den Rappern mitgehen. Weißt du, der holt diese Karre, ich muss auch noch einen draufsetzen. Das ist, so machen gerade Competition, ne? diese Schwanzvergleiche, weißt du? Da habe ich mir irgendwann gedacht, Digga, Walla, weißt du, was für schlechte Laune ich hatte mit dieser Rolex? So, ich habe gesagt, guck mal, okay, uns geht es als Familie gut, aber was habe ich, ohne meinen Vater jetzt abgesehen, was habe ich? Ja, ey, der Schwanzvergleich. Ich meine, im Business rumzuflexen, ist die eine Sache. Man lernt zum Beispiel in der Sicherheitsbranche, ich hätte mir ein CLS direkt geholt, damit ich mit einem vernünftigen Auto zu Partnern gehen kann oder zu potenziellen Geschäftspartnern. Ja? Du kannst halt nicht, wenn du eine Firma hast und selbstständig bist und irgendwie was repräsentierst, kannst halt nicht mit einem Corsa dahin fahren und dann sagen, hier, du bist ein fähiger Geschäftsmann. Weil da gucken die Leute auf dein Auto und denken sich, Alter, wenn du was könntest, wenn du wer wärst, so, weißt du, wenn du erfolgreich wärst, dann hättest du ja auch ein entsprechendes Auto. Wenn du ein kleines Auto hast, dann bist du wahrscheinlich nicht erfolgreich. Und Geschäftspartner wollen mit erfolgreichen Leuten zusammenarbeiten. Im Rap oder jetzt bei denen ist das aber was völlig anderes, Alter. Da geht es einfach nur um, das ist wirklich nur Schwanzvergleich. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, weil wie erfolgreich oder nicht erfolgreich jemand ist, das sieht man ja, kriegt man ja an anderen Sachen mit, an Streaming-Zahlen oder sonst wie was, ne? Wenn der gute Kai nicht gerade seine Finger im Spiel hat, ne? Nee, aber ihr wisst, so Rap ist halt eine andere Schiene. Da ist das halt eigentlich echt nicht nötig. Wo lebe ich? Bei meinem Vater. Habe ich ein eigenes Haus? Nein. Habe ich ein Auto? Ja, okay. Ein Auto habe ich. Selber habe ich ein Auto. Habe ich einen Laden? Nein. So, ich habe kein Haus. Ich habe keinen Laden. Ich habe nur Sachen, die materialistisch, so ist keine Wertanlage. Ein Auto ist für mich keine Wertanlage. Die Leute, die das sagen, ist vielleicht ein altes Höchstens ein Auto. Ja, Oldtimer. Oldtimer, aber so ein. Der neueste Porsche, der jetzt rauskommt, ach Idioten, weil Wertanlage, halt's Maul, Wallah. Eine Uhr ist auch keine Wertanlage, ihr Bananen. Ja, eine Uhr ist nur Hype, das ist nur eine Marke. Du zahlst nur für die Marke. Ja, da muss ich Merck so ein bisschen widersprechen. Es kommt drauf an. Ja, wenn wir jetzt natürlich so eine riesige Weltwirtschaftskrise haben, dann ist eine Uhr vielleicht nicht unbedingt die beste Wertanlage. Aber generell kannst du schon sagen, dass du mit Uhren Geld verdienen kannst, wenn du eine Uhr kaufst, wenn du davon Ahnung hast und nicht einfach irgendeine Uhr kaufst. Und die kannst du dann auch relativ gut wieder weiterverkaufen, ohne dass du viel Geld verlierst. Natürlich ist eine Uhr immer noch was anderes als Gold, ne? Wenn du was Solides haben willst, nimmst du Gold. Aber da kannst du halt auch nicht die Gewinne einfahren, ne? Das ist. Wenn etwas wertstabil ist, dann ist es immer wertstabil. Das geht in beide Richtungen. Sowohl was Verlust angeht, als auch was Gewinn angeht. Ne? Das ist halt der Nachteil dabei. Aber ja, eine Uhr, klar. Wenn wir jetzt eine Weltwirtschaftskrise haben, Alter, dann kannst du dir mit der Uhr den Arsch abputzen. Ist halt wie bei einer Inflation, ne? Da, wenn dann auf einmal ein 500er nichts mehr wert ist, dann ist es nichts mehr wert. Dann hat auf einmal eine Rolle Klopapier mehr Wert als ein 500-Euro-Schein.
Das ist, aber das ist, ist ja unwahrscheinlich, beziehungsweise Inflation und so weiter. Das ist ja immer nur Worst-Case-Szenario. Von daher ist eine Uhr schon eine Wertanlage. Da spricht der junge, unerfahrene Mert. Aber das nehmen wir Ihnen an der Stelle hier nicht übel. Eine Rolex für 15.000 Euro hat keinen Wert von 15.000 Euro. Das ist nicht dasselbe, wie wenn eine Gold kostet für 15.000 Euro. Eine Rolex hat nur Name. Fertig aus. Wenn Rolex keinen Hype hat, kostet die Rolex von 15.000 Euro... Das stimmt natürlich, ne? Also die Uhren, die jeder kauft, die sind natürlich nicht so viel wert. Also du bezahlst für den Namen. Klar. Eine 15.000 Euro Rolex ist keine 15.000 Euro wert. So, in dem Sinne, was Wert angeht, wenn wir jetzt von Materialien, Arbeitszeit und so weiter sprechen, ne? Also, aber einen Marktwert hat sie nun mal. Und wenn sie einen stabilen Marktwert hat, dann hat sie einen stabilen Marktwert. Das ist genauso wie mit Harleys. Oder, um es einfacher zu machen, ist mit iPhones und Samsung-Handys, ne? iPhones sind relativ preisstabile Smartphones, während viele andere Handymarken schneller an Wert verlieren. Ne? Irgendwann auch nur 1.000 Euro. Ihr Bananen an alle, und ich meine wirklich alle YouTuber da draußen, die denken, ja, Wertanlage, ihr seid Bananen. Jetzt gerade, guck mal, Bruder, damit ich kurz einhake, es passiert gerade was auf den Märkten, und wenn die Leute zum ersten des Monats ihre Miete nicht mehr zahlen können, das erste, was sie verkaufen, sind ihre Rollies und ihre teureren Autos. Und ich hab in letzter Zeit geguckt, letzten Tagen, die sind gerollt. Rolex-Uhren sind günstiger geworden. Check das mal ab, mein Lieber. Ja. Normal, du musst ja irgendwie deine Miete bezahlen oder Essen kaufen. Ich schwöre dir, Janne, das ist einfach so. Bruder, es gibt, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, es gibt so einen Jordan-Schuh. Ich habe keine Ahnung von Air Jordan, ne? Aber es gibt diesen einen Motherfucker, diesen rot-schwarz-weißen. Dieser Schuh ist gar nicht gefragt. Ich bin ein Bastard, wenn er den sogar für 2 Euro wegkriegt. Höchstens Altkleider kann er den schmeißen, diesen Schuh. Und jetzt kostet der Schuh gerade 1.000 Euro. Und da sind dann irgendwelche Bananen auf YouTube, die versuchen irgendwie die Leuten einzureden, ja, hier eine 50.000 Euro, wer hat dein Gehirn gefickt? Ja, das ist halt so die Sache, ne? Das ist genauso wie Autogramme, Alter, verkauft werden. Oder irgendein scheiß T-Shirt, weil das mal der und der auf dem Konzert getragen hat. Oder, keine Ahnung, irgendein Schuh, den Ronaldo mal am Fuß hatte. Ja, das ist derselbe Schuh, der eigentlich irgendwie 300-400 Euro kostet, der Fußballschuh. Der ist jetzt, wann Ronaldo den einmal am Fuß hatte, ist der jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele 100.000 oder Millionen wert. Ja, das ist, aber ist mühselig, unnötig, sich darüber aufzuregen, darüber überhaupt zu diskutieren. Walla, man muss das mal sagen, wer hat dich gefickt? Eine Uhr ist nicht für einen 18-jährigen Schüler oder YouTuber, der mit seinem YouTube, ich weiß ganz genau, wie viel man mit YouTube verdient, Digga, der mit YouTube, okay, in seinem guten Monat vielleicht 10.000 Euro verdient, du Idiot, von diesen 10.000 zahlst du 4.000 Minimum Steuern, musst du deine Miete zahlen, okay, kann sein, dass du bei Mama wohnst, aber so, die verstehen nicht, was die machen mit den Kindern. Also das ist safe, ne? Das ist absolut richtig. Du kannst dir, also klar kannst du, aber es ist dumm, dir eine 50.000 Euro Uhr zu kaufen, wenn du nur irgendwie 10 Mille im Monat verdienst. Nur, in Anführungsstrichen, ne? Klar, ist viel Geld, aber es ist halt trotzdem dumm. Du brauchst einen entsprechenden Cashflow, den du jeden Monat hast. Du musst eine bestimmte Summe verdienen und auf der hohen Kante haben. Du musst auch schon andere Sachen haben, weil wenn du eine 50.000 Euro Uhr, kann nicht deine Priorität sein. Hast du Immobilien, hast du irgendwie ein Eigenheim und dies und jenes? Ja, gut, dann gönn dir eine Uhr. Hast du diese Sachen nicht und du willst unbedingt ein bisschen flexen oder in der Geschäftswelt ein bisschen irgendwie dabei sein, dann nimm ein Einsteigermodell, Alter. Dann nimm eine Rolli für 5 Mille oder so. Oder nimm keine Rolli, nimm irgendein anderes Brand, ein bisschen günstiger. Es gibt auch Einsteigermodelle, die halt nicht 50.000 Euro kosten. Also wer das macht, ist dumm. Das sind 50.000 Euro, die sind einfach totes Kapital, was du am Handgelenk trägst. Lass das lieber für dich arbeiten. Junge, ich sehe kleine Kinder mit Fake Rolex, Molex. Nein, ihr Opfer. Ich hatte als Kind nicht mal eine Fake Rolex. Ihr Opferkinder. Bruder, die Kinder tun mir nicht mehr leid. Weißt du, wer mir leid tut? Die Eltern. Die armen Eltern. Ja. Wie willst du da mithalten? Bruder Gucci-Cappe, 500 Bruder, Euro, ja, Schal, mal. Was Bruder, was für...
Das ist auch so eine Sache, ne? Das verstehe ich auch gar nicht. Das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Jetzt haben wir hier Rapper, Alter, die darüber reden. Gucci, Mucci, Prada und so weiter. Sind da am Rumflexen, ne? Das sind alles die meisten von uns, die meisten von den Rappern, also generell Hip-Hop, viele Ausländer da drin, ne? Alles Migranten, Alter. Jungs, erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo ihr hier nach Deutschland gekommen seid, wo ihr in der Schule wart, wo eure Eltern kein Geld hatten, wo ihr mit ganz normalen Klamotten rumgelaufen sind und andere Kinder mit Markenklamotten und sich über euch lustig gemacht haben, dass ihr keine Markenklamotten habt? Also diesen Hype fühle ich null, Alter, dass die so krass, dass das so krass materialistisch geworden sind, weil, ganz ehrlich, früher haben wir den Leuten, die angegeben haben auf dem Schulhof, Alter, den haben wir auf die Schnauze gehauen. So. Wenn die zum x-ten Mal irgendwie ankamen und dich ausgelacht haben, weil du so eine Hose getragen hast, die deine Mutter mit Liebe wieder zusammengeflickt hat, weißt du? Oder sonst irgendwie etwas, wo ein Schuh, wo vielleicht irgendwie der schon ein bisschen kaputt war, der halt nochmal so zusammengeklebt wurde oder so. Weißt du, das war früher gang und gäbe. Und heute sind die Leute, ich sehe, Alter, Blagen, Alter, mit Gucci-Caps. So. Und die sagen dir dann, ob eine Gucci-Cap gefaked ist oder nicht gefaked ist, weil die wissen, woran man das erkennt. So kleine Kids, Alter. 10, 12 Jahre alt, wo ich mir so denke, ey, was ist los mit euch? Wie ist das in der Schule? Also, und gerade die Jungs, die jetzt hier die Kohle haben, ne? Da weiß ich nicht, also ihr wisst doch noch selber, wie es damals war. Ihr wisst doch selber noch, wie es damals war, als ihr ein kleines Kind wart und ihr die Probleme auf dem Schulhof hattet, weil ihr keine Markenklamotten hattet. Weil eure Eltern auch gerade hierhin geflohen sind oder sonst wie was. Also das ist ein Punkt, den fühle ich null. Muss ich auch sagen, das ist absolut, absolute Scheiße, sowas. Und da sollten mehr Leute mal in einem Interview, so wie der Mert das hier macht, die Leute mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ey, wir haben es früher gefeiert, wenn wir mal Adidas oder Nike tragen konnten. Was für Gucci, was für Prada, Alter. Da war Welten weg zu der Zeit, Alter. Wo ich noch Schule war, Alter, da war South Pole, Fishburne, Nike, Helly Hansen, die Idioten mit den Buffalo-Schuhen, Alter. So, und das war das so. Und das war schon viel, wenn irgendwas 100 Euro gekostet hat, ne? Wenn ein Schuh 100 Euro gekostet hat. Für meine Eltern war es viel, wenn ein Schuh 50 Euro gekostet hat. So, ne? Man hat, also, weiß ich nicht, finde ich, richtig übertrieben, was im Moment so abgeht. Finde ich nicht gut, ist nicht schön. Finde ich sehr schön, dass der Mert dir das anspricht. Finde ich auch gut von Davut, dass er das hier an der Stelle sagt. Ich hatte einen Jungen noch. Was ist das? Warum? Was ist das für eine Gesellschaft, Digga? Die ist gefickt. Und die wurde wegen den Rappern, YouTubern, wurde die Jugend gefickt. Ich schwöre dir. Ich will nicht sagen, dass ich ein. Bruder, ich bin. Die sind selber dumm. Bruder, ja, das ist doch das. Ich trage auch manchmal Markenklamotten und Tamam, aber Leute, wann trägt ihr diese Markenklamotten? Das ist sehr wichtig. Ihr wollt sein wie wir oder ihr wollt leben wie wir, aber ein Rapper verdient echt gut und es ist nicht schlimm, wenn ein Kind nicht so leben kann wie ein Rapper. Okay, wir sind Idole, dies, das. Aber geht nicht zu euren Eltern und fickt ihren Kopf nicht mit Dings. Ich will... Louis Vuitton. Ja, Bruder. Ich kann mir jetzt erst leisten, Bruder, und nicht mal so oft. Ich könnte mir höchstens, Bruder, ich sag dir ganz offen und ehrlich, das, was ich mache, ist höchstens einmal im Monat hole ich mir was von Louis Vuitton oder so und das für 500 Euro, nicht mal, ja, ne, nicht mal diese 3000 Euro Sachen, so, ich hole mir einen Schuh, tamam, das reicht dann erstmal. Ich könnte, wenn ich will, alles auf Kacke hauen, was ich habe. Aber Bruder, ich bin doch nicht behindert. Und zu der Frage mit Rolex, warum ich die verkauft habe, ich war mir selber so ein... Guck mal, und das sagt Mert, ne, der, den in Deutschland jeder kennt, ne, der sagt, ich kaufe mir vielleicht einmal im Monat mal für 500 Euro einen Schuh oder so, ne, und nicht mal die Sachen, die irgendwie mehrere tausend Euro kosten. Leute, überlegt euch das mal, ne, also selbst wenn, deswegen feiere ich den Mert, der ist wirklich noch, der besinnt sich darauf, man merkt, sein Vater hat ihn wirklich, also der ist so ein richtig lieber türkischer Junge, so, man merkt, sein Vater hat ihn
die richtigen Werte beigebracht. Ne? Er hat die richtigen Werte von seiner Familie vermittelt bekommen. Deswegen feiere ich auf jeden Fall. Mert ist ein guter Junge. Mein Ziel gesetzt, ich will, guck mal, einladen habe ich jetzt. Ich will noch ein Haus haben und am besten noch einladen und dann, inshallah. Und dann lebe ich mein Lifestyle, weißt du? Aber bevor ich, das Wichtigste gerade ist für mich wirklich mein eigenes Haus. Solange ich das nicht habe, will ich mir, ich habe mir jetzt mein 7. Wo willst du das haben? Ist mir egal. Also Berlin, Bad Pyrmont. Eigentlich meistens Berlin, am meisten Berlin, ja, wirklich. Okay. Also nee, ist mir doch nicht so egal, eigentlich schon Berlin, wirklich. Das ist fünfmal so teuer wie hier. Ja, Bruder, ist mir scheißegal, Wallah, ist mir scheißegal, auch wenn es sein muss. Guck mal, ich sag dir mal was. Ich habe zum Beispiel eine Wohnung, hatte ich mal, ich habe da 1200 Euro Miete bezahlt. Mhm. War, ist schon teuer, ne? Ja. Yeah. In Berlin, ne? Und guck mal, was für ein ekliger Gedanke. Jeder sagt, Bruder, ist teuer. Ich selber hatte gesagt, Bruder, ist teuer. Aber warum sagt niemand, ist teuer, wenn ich eine 15.000 Euro Rolex gekauft habe? Mhm. Bruder, es ist nichts teuer, wenn du für deinen Unterhalt zahlst, Digga. Du zahlst dafür, was, wie du auch lebst. Ich könnte auch 500 Euro zahlen, aber dann bin ich in einem Ghetto und ich fühle mich nicht wohl. So, oder wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe für 1 Million, ist vielleicht teuer. Aber Bruder, ich kaufe mir kein Auto, ich kaufe ein Haus, ja, wo ich lebe und nie wieder Miete zahlen muss. Weißt du, was ich meine? Das ist eine Wertanlage am Anakrim. Wenn Leute für 50.000 Euro eine Rolex kaufen, sagt keiner, ist zu teuer. Krass, Wertanlage. Du Idiot. Naja, hat er recht. Also Immobilie, gerade Berlin, wenn du da mal mit 1 Million... Also wenn das mal mit 1 Million klappt, so. Nein, für ein Haus kann man natürlich tiefer in die Tasche greifen. Das ist etwas, was du, wenn du jetzt nicht dick mit Immobilien machst, Alter, dann kaufst du dir vielleicht ein Haus. Vielleicht ein zweites irgendwie, wenn du ein Promi bist oder so. Aber in der Regel kauft man ja so ein Haus einmal und hat dann sein Leben lang was von, ja. Und im schlimmsten Fall kann man es dann auch wieder verkaufen. Du hast auch nur Vorteile bei der Bank, wenn du erstmal so ein Haus besitzt. Und ja, also ein Haus ist natürlich eine feine Sache. Und ja, bevor man sich Roadies kauft, Alter, besser Geld sparen, in ein Haus investieren. Was ist eine krassere Wertanlage als ein Haus? Bitte erklär mir das, ja. Oder ein Grundstück. Oder ein Laden. Ja, ne. Bei sowas gibt's kein zu teuer. Du zahlst das, was du für dein Lifestyle halt haben willst. Wenn du 2 Millionen bezahlt hast für ein Gebäude, dann hast du 2 Millionen für dein erstens Reichtum und für dein Wohlhaben hast du das bezahlt. Und Investment. Für dein Wohlbefinden, wollte er sagen. Aber wenn du eine Rolex gekauft hast, hast du nur für deine... Der Name, also besser hätte er nicht ja, ne? getroffen werden können. Aber was machst du mit Leuten, die so Locken haben und kein Bock vor sowas? Nein, Digga, gar nicht, Digga. Er ist auch... Das ist... Boah, ich spiele jetzt mal ein bisschen vor zu dem Part mit Samra. Das würde mich mal interessieren, was er da noch zu sagen hat. Weil ich sehe gerade, Alter, 1:20. Ich will jetzt nicht 1:20 Video machen. Die meisten Leute sagen sich, ey, ich weiß nicht so genau. Das Album ist zum 10. Wallah, da bin ich ein Witz mit meinen 1000 Boxen, aber so... Bei Rap am Mittwoch, da hat er gerne mindestens genauso erfolgreich werden wie ich. Weil nur so macht es Spaß, Digga. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, immer jemanden mitzuziehen. Mhm. Lieber ziehe ich ihn groß, also größer als ich werden und dann mich mitziehen. Yeah. So, oder man zieht sich gegenseitig mit. Weil es bringt nichts ein, die ganze Zeit hinterher zu ziehen. Weißt du, was ich meine? Man darf als Chef oder als Meister... Die ist zwar nicht so, dass sie Gang erfunden haben, aber dieses... Ich habe ihn jetzt nicht respektlos angegriffen, würde ich auch niemals machen. Ja, er hatte keine Zeit, Digga. Aber mein Bruder hat so verbunden, der Kleine ist so der Freche mit Geld und so, der Ältere ist, der so aufpasst. Ja, das ist Mula Brothers, Digga. Ja. Warum hast du den Song nicht mit Samra gemacht? Ah, jetzt hier, Samra. Bei U21 kennt man ja, das ist so ein Ding, was bei euch beiden durch Deck gegangen ist. Da wart ihr beide ein bisschen neuer am Start und das war so... Einer der ersten Songs, wo man sagt, so boom, ist bei euch beiden so ein bisschen härter durchgegangen. Ja, geht bei mir. Ich hatte einen Song vorher schon, der hat auch zwei, drei Songs schon vorher, die hatten geplatzt. Aber bei Samra war das so der erste Song, der wirklich geplatzt hat. Bruder, warum der Song nicht U23 mit Samra gekommen ist, er hat doch selber geschrieben, keine Zeit, muss Album machen.
Ja, er hat keine Zeit, Digga. Aber besser für mich, wallah. Das Schicksal, auch, guck mal, manchmal fuck ich mich über so Sachen ab, die gar nicht geklappt haben. Habe ich auch oft auf den Interviews gesagt, über so, Mann, das hat nicht geklappt. Fuck, Alter, wie kann das nicht klappen? Das wäre so brutal. Guck mal, wie noch brutaler das geworden ist mit meinem eigenen Signing. Gezeigt, wir brauchen gar kein mein Signing perfekt. Guck mal, das ist oft so. Ihr sagt eine Sache, ihr spricht eine Sache an, die sehr, sehr wichtig ist. Manchmal ärgert man sich im Leben über Dinge, die nicht klappen und so weiter. Aber dadurch, dass diese eine Sache nicht geklappt hat, hat sich vielleicht irgendwo eine andere Tür für euch geöffnet. Deswegen, seid nicht traurig, wenn eine Sache nicht klappt. Gott ist groß, er wird schon wissen, warum es nicht sein sollte, weißt du? Und haltet einfach die Augen dann offen. Meistens hat das schon irgendwie Hand und Fuß und irgendeinen tieferen Sinn. Ne? Promoted, perfekt dargestellt, perfekt mit der ersten Single. Ja, ne, Gott ist groß, Digga. Ich habe niemandem was Schlechtes gemacht. Ich habe zwar jetzt Samra öffentlich angegriffen, aber ich stehe auch dahinter. Ich habe ihn jetzt nicht respektlos angegriffen, würde ich auch niemals machen, gegen ihn oder seine Familie. Also ich habe die Line erstmal nicht als Angriff gesehen. Das war ja dieses, ja, solange bis ich im Porsche Panamera komme, wir beide ficken Mütter, lange vor dem Katalea-Song. Ja. Das war für mich jetzt nicht so viel. Ja, okay, ist doch so gemeint. Ich habe schon vor Samra habe ich schon die Szene, so hatte ich schon Erfolg. So, das will ich damit, ist ja klar. Wenn ich sage, ich habe schon vorher Mutter gefickt, heißt es, ich habe schon vorher war ich aktiv in der Szene. Und dahinter stehe ich auch. Und das weiß auch jeder in ganz Deutschland, dass Samra auf jeden Fall, dass ich vorher schon am Start war als Samra. Er ist zwar jetzt erfolgreicher als ich, aber ist der Erfolg an sich Sache. Für mich ist Erfolg nicht so wichtig, für mich ist, wie glücklich ich bin. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass diese Leute mit diesen ganzen Drogen, die die nehmen, nicht glücklich sind. Und da bin ich... Es kommt auch bei so einer Sache, ist, jeder kann mal einen Hype haben, es kommt bei sowas auch immer an, wie konstant etwas verläuft. Ne? Das Leben ist oft... gerade finanziell und was Erfolg angeht, mega die Achterbahn. Bei manchen Leuten geht's rauf und runter, rauf und runter. Und bei manchen ist einfach, geht es einmal rauf und dann bleibt es unten. Ne? Bei anderen Leuten läuft es immer konstant. So konstant mit einer leichten Steigung ist eigentlich das, was ich jedem empfehlen kann. Diese Achterbahnfahrten, Alter, sind immer zu wild, ja. Also ich könnte mir die sparen, aber bei mir ist das auch immer so. Bei mir ist immer Achterbahn. Aber so wie er sagt, mit Erfolg, hab erstmal auf lange Sicht Erfolg. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, dass der Mert eher auf lange Sicht Erfolg hat als ein Samra. Absolut. Alleine schon wegen dieser ganzen Drogengeschichte und dies und jenes. Das wird langsam... Das wird zu wild. Das macht die Leute kaputt. Ja. Aber da finde ich, bei Samra und bei Mert sieht man so zwei Charaktere, wie das so gehen kann. Weißt du, ich glaube da auch beide im Herzen gute Jungs, aber der eine kommt halt so ein bisschen auf die schiefe Bahn mit Drogen und dies und jenes. Steigt der Erfolg zu Kopf von dem, was man so von außen wahrnimmt. Ne? Kann man natürlich immer nur reden. Bin ich lieber glücklich. Und wallah, ich meine das todesernst, ich will nicht so enden, ich will nicht erfolgreich werden, wenn ich so ende. Wallah, ich meine das todesernst. Lieber bleibe ich jetzt gerade, wo ich bin, gesund, mit einem gesunden Kontakt zu meinem Umfeld, keine Drogen, nix. So bin ich glücklich. Und, Oder wer Erfolg an Geld misst, der hat das Leben nicht verstanden. Ja, ist auch so. Ehrlich. Ist auch so, Bruderherz. Erfolg, ja, ne. Oh, da hat der David meinen rausgelassen, so ein richtig Diepen, Alter. Nee, aber finde ich schön, was der Dings hier auch sagt. Bevor ich so werde wie er, wenn das Erfolg sein heißt, dann bin ich lieber nicht erfolgreich. Ist cool, ist auf jeden Fall so. Fühle ich absolut. Auch so allgemein, ja, das ist einfach lustig. Im Rap so, ja, allgemein. Das ist einfach lustig. Erfolg, weißt du, wer für mich Erfolg hat? Massiv. Ich weiß jetzt noch nicht andere Rapper, die auch Familie haben oder so. Diese Leute, die mir die Erzgerät in die Hand gegeben hat. Ja, ist so. Ist ja normal. Ja. Oder? Und Zigarette ist noch das harmloseste gegen diese Sachen, was die Rapper nehmen, man da können, ja? Bruder, manche Rapper nehmen schon solche Sachen, posten in Insta-Stories, wallah.
Scheiß drauf, ich will mich da nicht einmischen, soll jeder machen, was er will. Ja, ja, ja. Es ist, das ist auch so ein Ding. Weiß ich nicht, Alter. Ich lache über Leute, die irgendwie in Instagram-Stories posten, was für dicke Haschknollen die rauchen. Oder dass die sich gerade hier, wer ist der Scheiß, dieser Codein mit Sprite gönnen und so weiter. Das ist einfach so dumm. Ja, du bist jetzt krass und cool, weil du kiffst und Codein nimmst. Glückwunsch. Ja, aber am Ende bumsen die sich selbst damit. Also da hat man schon ganz, ganz viele Stars fallen sehen. Auf die Schnauze mit Drogenproblemen und so. Braucht man nur mal rüber in die USA gucken, was da alles so passiert ist. Ne? Ganz, ganz berühmte Leute, ne? So, Whitney Houston, Amy Winehouse. Ne? Naja, muss jeder für sich selber wissen, wie der Merch schon richtig sagt. Aber ich denke, das war's jetzt auch hier erstmal mit der Reaction. War jetzt lang genug. Das ganze Video wird zu lange dauern, sonst 1 Stunde 20, 35 Minuten haben wir jetzt geguckt. 1 Stunde 20 geht's insgesamt. In dem Sinne, haut da rein, ich bin raus. Peace. With